Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute haben wir den Park von Kyoto und der heißt Prehistoric Dino Adventure. Wir landen hier direkt mit dem Helikopter über dem Wasser, umgeben von so schönen Nadelbäumen. Der Landeplatz ist hier direkt von Wasser umgeben. Ich würde sagen, wir fliegen da jetzt mal rein in den Park. Fliege jetzt einfach mal oben übers Dach. Bin diesmal übrigens direkt mit dieser Perspektive gestartet. Das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle dann auch mal in diese richtige Besucherperspektive gehen. Aber ich finde, so hat man ein bisschen besseren Überblick. Ah, okay. Du hast ja auch verschiedene Wegfarben benutzt. Das hier links scheint alles Industrie zu sein und rechts ist dann ein Bereich für Besucher. Was ich cool finde, ist, dass du hier so eine schöne Sicht oder so einen Sichtschutz gemacht hast zu dem Industriebereich. Einfach so eine schöne kleine Anhöhung mit ein paar Felsen. Und hier rechts kommen dann einige Besucherläden, wo sich die Besucher dann was zu essen und zu trinken holen können. Und am Ende auch nochmal eine Toilette. Ist schon klug gemacht, die Toilette ganz hinten. Da müssen die Besucher alle an den Läden vorbeigehen und dann die ganzen Gerüche und sowas wahrnehmen. Und dann werden sie wahrscheinlich doch schwach und holen sich was zu essen. Oh, hier sind auch noch einige Hotels und das erste Gehege dahinter. Das hier ist übrigens so eine Lift, glaube ich, für Rollstuhlfahrer. Ist mir beim letzten Mal aufgefallen, dass es hier so ein Ding gibt. Finde ich echt komisch auf dieser Seite, muss ich sagen. Aber du hast es hier perfekt verbaut. Beim letzten Mal war es dann auf der Gehegeseite. So ein Lift für Rollstuhlfahrer in das Gehege. Einmal Essen auf Rädern. Ja, ein bisschen schwarzer Humor muss auch mal sein. Das ist cool. Einige Hotelanlagen. Oh, du sitzt ja sogar auf dem Geländer. Komischer Typ. Oha. Das hier unten war der Bereich, den wir gerade gesehen hatten. 4 Hotels hattest du da platziert. Essen, Trinken, Souvenirs und Toiletten. Eigentlich alles, was man braucht. Und dann hier nochmal der Industriebereich. Den hast du auch schön gestaltet. Sogar hierhinter noch ein paar Felsen. Hinter dem alten Innovationszentrum. Ist das überhaupt ein Innovationszentrum? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Sieht aber auch sehr cool aus, das Gebäude. Ja, wir fliegen mal weiter. Und zwar in diese Richtung. Hier links hast du ein paar Ranger-Stationen. Und rechts ist jetzt nochmal das Gehege, wo wir gerade nichts sehen konnten. Oh, da sind Pflanzenfresser drin. Triceratops und Ankis. Das ist gerade ein echt schönes Bild. Hast du sehr cool gemacht mit der Gestaltung. Hier so eine kleine Anhebung. Und dann kommt man hinter dem Schild lang. Und dann sieht man da die Dinosaurier. Aber hier vorne kommen wir auch nochmal zu einer Beobachtungsgalerie, wie sie aussieht. Und hier links ist auch noch ein Weg. Ich fliege mal kurz den hier lang. Sieht so einladend aus mit den Lampen. Gucken, wo es dahin geht. Oh, ich glaube, der ist nicht für Besucher. Nee, das ist einfach nur zu einem... wie heißt das denn? So ein Brutgebäude. Ein Entwicklungslabor. Das heißt, wir fliegen jetzt mal hier zurück. Und dann hier in die Beobachtungsgalerie. Und von dort aus haben wir dann echt nochmal einen schönen Blick auf die Ankis und die Triceratopse. Im Hintergrund die Berge. Oh, coole Skinwahl. Ich glaube, das sind die aus dem dritten Teil. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht cool aus mit diesem grünen bisschen da drin oben. Oha. Ja komm, da ist er selber schuld. Er hatte genug Platz und fährt voll gegen die Keule. Wir gehen jetzt aber erstmal hier links. Ist auch eine Einschienenbahn. Und nochmal eine Ranger-Station. Ein Schutzbunker und...
Aussichtstürme. Der Park ist übrigens sehr groß. Das heißt, wir werden uns ein bisschen beeilen. Da gibt es viele Gehege. Das finde ich sehr cool gemacht, dass du hier so einen Zaun gemacht hast, wo man nicht durchschauen kann. Da muss man in den Turm gehen. Und da scheint ja auch was Gefährliches drin zu sein, weil du hast hier sogar einen Doppelzaun gemacht. Zur doppelten Absicherung. Dann gehen wir mal gucken. Fliegen mal hoch. Und dort haben wir... Oh, ein Indominus Rex. Okay. Da ist natürlich der Doppelzaun mehr als angebracht. Der sieht schon krass aus. Die roten Augen sind echt böse. Und das hier ist nochmal das Gehege von oben. Ist auch nochmal so Deko gebaut. Relativ simpel, aber finde ich trotzdem cool. Und dann geht es ja auch noch weiter zu einer Vogelkuppel mit Flugsauriern. Auch nochmal eine Toilette. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt hier in die Ansicht mal. Aber ich fliege einfach da rein. Warum nicht? Dann sehen wir es gleich besser. Oh, das ist cool gemacht mit dem Felsen hier. Kann man die dann wirklich gut sehen aus der Beobachtungsgalerie, weil die direkt daneben landen. Wunderschöner Pteranodon. Und die Morphodon dahinter. Na, hier ist die Sicht eher eingeschränkt. Da sind halt viele Bäume vor. Da muss man dann nach rechts gucken, um was zu sehen. Ich habe gerade gesehen, da sind sogar Dinosaurier drin, die man gar nicht sehen konnte, weil hier keine Galerie oder sowas ist. Ist aber wahrscheinlich auch Sinn der Sache, ne? Und dann wahrscheinlich die Dinosaurier, die dann bald in den Park entlassen werden, werden wahrscheinlich gerade noch ein bisschen beobachtet, wo sie dann final in den Park kommen für die Besucher. Rechts ist nochmal ein Mitarbeiterweg. Ja, der führt einfach nur zu einem Gehegetor. Und jetzt haben wir hier den nächsten Turm. Ich mag diese kanadischen Landschaften auch echt gerne, muss ich sagen. Scheint auch gefährlich zu sein, weil hier wieder der Zaun ist, wo man nicht durchschauen kann. Ein Rexy. Auch schönes Gehege, so schön gestaltet. Auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Gehege. Mit Pflanzenfressern. Das sind die Diplodocus. Und wahrscheinlich irgendwo in diesem Wald sind auch noch andere Dinosaurier. Ach, da hinten sind sie ja sogar. Stegos. Finde ich cool, dass du hier so schöne große Redwood Trees gemacht hast. Und die haben ja auch wirklich viel Platz, um sich zurückzuziehen vor den Besuchern, weil die halt hier hinten im Gehege so einen schönen großen Wald haben. Stegos sind auch so cool. Wenn man hier weiterläuft, kann man auch nochmal hier hinten in der Beobachtungsgalerie. Das ist dann nochmal der hintere Teil von diesem Gehege, wo wir gerade dran. Das ist cool mit den umgefallenen Baumstämmen hier. Da sind auch noch, ich glaube, Archeornithomimus sind es. Voll cool mit der Bepflanzung. Also da hast du echt Glück gehabt. Ich meine, mittlerweile kann man ja auch mit Mods die Pflanzen auch selber platzieren, was ich echt cool finde. Dass man da die Möglichkeit bekommen hat. Hier ist nochmal Toilette, Schutzraum. Und hier endet übrigens die Einschienenbahn. Das heißt, man würde hier einmal im Kreis fahren, dann da hinten wieder ankommen. Würde ich sagen, müssen wir jetzt nicht unbedingt fahren. Ich glaube, wir haben ja alles gesehen. Hier ist übrigens das Rex-Gehege von oben. Das war das Mischgehege, wo wir gerade waren. Gehen jetzt aber direkt weiter zum nächsten. Und da haben wir... Oh, einen riesigen Berg im Hintergrund.
hätte es hier noch schön gefunden, hättest du den Zaun weggelassen. Das hätte nochmal nice ausgesehen, also vielleicht so mit unsichtbaren Zäunen so ein bisschen. Aber es ist dann natürlich wieder so modabhängig. Anus sind hier drin. 3 Stück. Weil der Berg so im Hintergrund gefällt mir richtig gut, aber der Zaun macht es halt ein bisschen kaputt. Zäune sind ja allgemein immer nicht so schön. Aber ist immer Geschmackssache. Jetzt haben wir direkt das nächste Gehege. Mit Taurus sind es, glaube ich. Und Paras. Und Agiros Ferntor. Cool. Das heißt, da düsen wir gleich auch nochmal durch. Ich finde das wieder sehr cool, dass du das so bergig gemacht hast. Guck mal, Edmontos sind da auch. Und zu dem Giros Ferneingang kommen wir, glaube ich, erst später. Das Gehege ist nämlich echt riesig. Vorne kommt aber vorher noch ein anderes Gehege. Mit Fleischfressern auf jeden Fall. Ich sehe sie nur nicht. Wahrscheinlich kleine Fleischfresser, oder? Wo versteckt ihr euch? Da sind sie. Die Lost sind's. Die suchen sich gerade einen Weg nach draußen, so wie es aussieht. Wo die am Zaun vorbeischleichen. Ich gehe jetzt aber nochmal hoch, dann seht ihr das nochmal von oben. Das ist das Dilo-Gehege. Und dann kommt auch nochmal ein Gehege. Und zwar mit auch Fleischfressern. So, der Jeep. Mitten im Wald. Oh, das sind Velociraptoren, das hat man gerade gehört. Da wäre ich aber vorsichtig, wenn ich der Jeep wäre. Aber der ist mutig. Fährt da irgendwie voll rein. Der scannt die, glaube ich, gerade, ne? Kann die gar nicht so gut durchfliegen. Da sind sie. So. Wollen, glaube ich, gerade nicht gesehen werden. Schleichen dann den Wald herum. Ich finde es aber cool, wie du das hier vorne gestaltet hast. Mit dem Wasser und den Futterspendern. Da kann man dann wirklich aus dieser Galerie das wirklich mega gut beobachten. Sieht schon schön aus. Als nächstes kommt dann auch nochmal ein Gehege mit Aloes. Hier vorne. Den Alo finde ich auch richtig cool in Jurassic World Evolution 2. Der hat auch coole Animationen. Es gibt so ein paar Dinosaurier im Spiel, die haben wirklich viele einzigartige Animationen bekommen. Zum Beispiel der Kano, der Alo. Da wurde viel Liebe reingesteckt. Und ich glaube auch der Suche zum Beispiel. Sind so die Lieblinge von Frontier anscheinend. Hier haben wir dann auch nochmal als Abschluss eine schöne Lagune. Darf natürlich nicht fehlen. Und die Georgs Fernfahrt. Eine Lagune hat richtig viele Viewing Galleries. Ich würde sagen, wir gehen mal. Aber wir sehen schon, was da drin ist. Ein Moser. Ich würde aber sagen, wir setzen uns mal hier in diese Tribüne. Gucken, ob wir den Moser sehen. Na, ja, leider ist er jetzt untergetaucht. Ist halt echt immer Glückssache, ob man die hier zu Gesicht bekommt. Die Lagunentierchen. Also irgendeine Lösung fehlt da noch, dass man auch mitten in der Lagune was bauen kann. Das ist nämlich echt schade. Oh, hier ist sogar noch mehr drin. Das kann man halt nicht erkennen, weil die alle in der Mitte gerade schwimmen. Fliegen wir einfach rein. Sehen wir das auch. Was sind denn das? Das Elasmus oder Artenborus? Eins von beiden. Ich glaube Elasmus. War ein sehr cooler Skin. Fällt mir richtig gut. Schön grün am Schimmern. Und dann, oh, der riesige Mosasaurus. Der Größenunterschied ist echt krass. Aber der hat auch einen coolen Skin. Schwimmt er. Wir fahren jetzt aber nochmal mit der Gyrosphäre los. Einmal schön durch das große Pflanzenfressergehege hier. Oh, was haben wir denn da?
So ein Hyango oder so. Oh Gott, ich kann die so schlecht lenken, diese Gyrosphäre. Tue ich mich immer so schwer mit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die mit Controller lenke. Weil da lenkt man die so ganz komisch mit dem Stick. Oh Gott. Ich finde das süß, wie klein die sind. Die waren halt damals in Jurassic World Evolution 1 so riesig. Den Baum hast du perfekt platziert hier. Aber gut, wie man da unten durchfährt. Warum sind die so aufgescheucht, die Dinos? Ich glaube übrigens, dass das doch Triceratopse sind. Keine Taurus. Weil vielleicht sind hier auch Taurus drin. Das hier ist nämlich auch ein Dinoceratops. Oh Gott. Schnell hier lang. Wollt ihr uns hier wegrammen? Die Strecke ist natürlich sehr bergig. Immer schön, wenn man das noch ein bisschen mehr überglättet. Ist halt echt unangenehm zu fahren so. Der Edmonton-Skin sieht auch richtig cool aus. Ja, lass mich mal durch. Geh mal weg. Ich habe hier schon so Probleme. Boah, die Strecke ist halt echt mega bergig. Also da hätte ich ruhig noch ein bisschen überglätten können. Oben ist noch ein Para. Und links sind nochmal die Diplodocus. Hier geht es jetzt aber zurück, glaube ich, schon. Und hier oben geht es nochmal lang. Und da geht es schon zurück zur Station. Okay. Und das hier ist der Bereich nochmal von oben. Schön mit der Lagune und diesem riesigen Gehege, wo wir gerade durchgefahren sind. Und da hinten sind wir angekommen. Also der Park ist wirklich riesig. Deswegen habe ich mich auch so beeilt, weil wir so viele Gehege hier haben. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Kyoto, fürs Einsenden von deinem Park Prehistoric Dino Adventure. Hat echt Spaß gemacht, den zu besichtigen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Park von Kyoto fandet. Und falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Würde mich auch über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.